Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich habe schon eine Folge gemacht, aber das ging alles nicht. Ich war gerade hier nochmal. Tag. Stamm? So. Jetzt muss ich natürlich im VIP-Bereich. Das machen wir anders. Gelassen. Scheiße. Na super. Na. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Mann. Im VIP-Bereich gelassen haben. Weg. Der hält sich jetzt wohl für mega wichtig. Komm, wir besuchen ihn. Hab ich schon versucht. Geht nicht. Nur mit Gästeliste. Ja, ich kann es hier wunderbar vorgehen, ich gar nicht. Der geht weg. Hau noch mal ab jetzt. Na super! Da oben steht die Kamera! Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn hinkriegen? Wie soll ich das denn hinkriegen, Mensch? Okay. Nochmal. Ausgeschaltet ist es ja.
kommt 4. Gehen wir zurück, speichern das mal gerade ab. Auf 5. Ich versuche den jetzt zu killen. RR! Duck dich! Systemzusammenbruch. Da oben ist auch noch eine Kamera, ne? 89.3 Radio Wechselstrom. The Voice of the Machine. Moment.
Menschen. Ja, ich bin zu voll wieder. Nur Menschen. Wo war denn die 4 jetzt? San Francisco. Mein Boss hat ja gesagt. Wir bauen die gesamte Archäologie. Schon klar, was das heißt, oder? Wir werden zu Immobilienkönigen an der ganzen Küste. Wir haben ausgesorgt. Die Atmosphäre im Happy Hearts ist so geschäftig. Ich wusste, dass wir uns hier einigen würden. Und Sie sind... Lass mich in Ruhe. Was soll das? Wir haben uns nichts zu sagen. Bitte lass mich in Ruhe. Hä? Wo ist sie denn? Jetzt. Machst du uns was? Ey, bitte. Hab selbst was mitgebracht. Von dem Blutsauger kaufe ich nichts. Bei dem Blutsauger kriegt man wenigstens was Richtiges und nicht ein gestrecktes Waschmittel.
Qualität ist wichtig, Süße. Wir haben uns nichts zu sagen. Was soll das? Dann suchen wir weiter. Eine fremde Kacke in der Möglichkeit. Leben, ne? Wo soll die sein? Soll die denn sein? Jetzt ohne Scheiß, wo soll die denn sein? Besuch den VIP-Bereich, wo soll die denn sein? Ohne Scheiß, wo soll die denn sein? Ich muss jetzt Savey rum. Also ich muss hier durch. Ich muss hier rein. Dann hinter 6. Hier müsste eine Wache stehen. Da schießt jemand! Oh Menschen, Spielladen. Hier, ne? Oh Menschen, muss man gerade schlagen. Oh, Zimmer 5. Nochmal. Also. Was geht, Night City? Hat jetzt bestimmt noch ganz schlecht von diesem krassen Überfall auf die Ordnungsfiliale in Watson. Und falls es euch entgangen
Genau, Safety. Jetzt muss ich genau gucken. Gehen wir mal hier runter. Hier steht eine Wache. Ja, muss man ja erstmal wissen hier, die Sau. Hey, guck mal. Hammerhart. Guck mal hier. Ah, so. Nochmal gerade scannen. Hacken. Muss man erstmal wissen. Das muss man erstmal wissen. Blöde Koffer. Wenn wir Pakistan dran kriegen wollen, dann ist das bitte sein. Geht in das Zimmer, sprech mit Georgina. Du wirst meinen Sohn was anhängen. Warum sollte ich das glauben? Georgina bittet euch, den Namen eures Opfers zu löschen. Weil nicht wichtig ist. Ihr könnt es akzeptieren, aber auch verstehen, dass sie die ganze Opfer wiederholen. Warte mal gerade. C. Speichern wir es mal ab. Und jetzt gehen wir hier rein. Und du bist? Georgina Zembinski? Wir müssen über Michael Maldonado reden. Diesen Säufer? Wieso das denn? Er meinte, er wurde zu einer Aussage gegen seinen Sohn gezwungen. Du sollst sie löschen. Ich soll sie... Oh, dieser feige, verlogene Drecksack. Siehst du? Hab dir gesagt, dem kannst du nicht trauen. Was genau hat er dir erzählt? Dein Schläger hat Michael gefoltert und die Aussage gezogen. Ich will Michaels Sohn was anhängen. Ja, machen wir das. Dein Schläger hat Mike unter Folter zur Aussage gezwungen. Ich glaube, er meint dich, Hank. Hast du Mr. Maldonado einer Schockbehandlung unterzogen? Ha, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Entführung, Erpressung, Brandstiftung, Überfälle, alles in Erics Strafregister. Der Typ ist klassischer Gangsterabschaum. Er gehört hinter Gitter. Wir haben dafür nur etwas Hilfe gebraucht. Seinem Vater Michael waren die Eddies viel wichtiger als sein unnützer Sohn. Wer ist Hector Sacristan? Einer der Anführer der Valentinos. Drogenmillionär, mehrfacher Mörder. Bin seit 2 Jahren an ihm dran. Eric Maldonado ist mein fehlender Dominostein. Aber dafür muss er im Gefängnis sitzen. Moment, ich muss gerade was gucken, ey. Okay. Und wegen Erics Vergangenheit findest du es okay, Zeugenaussagen zu fälschen? Die echte Welt ist nicht wie die Uni. Wer Gerechtigkeit will, muss ihr nachhelfen. Maldonado ist sein Sohn scheißegal.
Er hat bloß Schiss, dass Eric rausfindet, wer ihn verpfiffen hat. Und das kann ich ganz einfach verhindern. Lass hören. Schau dir Michaels Aussage erstmal an. Erfahre die Wahrheit. Letzte Frage. Am 16. Mai hat Eric Maldonado Sie in einem Holo-Anruf kontaktiert. In diesem Gespräch erwähnte er, dass Hector Sacristan Marcos Ferreira erschossen hat. Außerdem hat er angeordnet, seine Leiche in die Coronado Bay zu werfen. Können Sie das alles bestätigen? Ich, ja. Ja, so war's. Hervorragend, danke. Das war's. Michael hat eiskalt seine Bezahlung für diese Aussage eingesackt. Mhm. Echt geschäftstüchtig. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich kann Michaels Aussage anonym machen. Eric würde nie davon erfahren. Und wenn ich Nein sage? Würde ich dir nicht raten. Das wäre gefährlich für dich. Entscheid dich mal. Na gut. Ich trau dir nicht, aber ich trau Mike noch weniger. Erledigt. Die Aussage ist anonym. Und dein Kunde kann sich beruhigen. Ah, na gut. So gewinnt jeder. Außer natürlich Eric. Solange mein Kunde glücklich ist. Das war's. Verschwinde. Ich speichere gerade mal neu. Naja, egal. Das machen können, aber egal. Wir haben es jetzt geschafft. Du hast Lizzie Weezy gesehen? Hier? Hast du dir den Kopf gestoßen? Okay, wir kehren zu Michael zurück. Boah, ich habe gedacht, ich schaff das nie. Hallo. Er ist jetzt nicht glücklich, aber egal. Scheiße, das tut weh! Hey! Na, wie lieb's? Kann ich endlich wieder ruhig schlafen? Das ist gewagt. Die Staatsanwältin sagt, dein Name wurde aus der Aussage gelöscht. Hä? Wie jetzt? Die ganze Aussage sollte doch weg. Die Eddies kannst du vergessen. Das war so nicht abgemacht. Nur noch eine. Die andere muss ich verkaufen, um nach Dogtown zu kommen. Oh nein, du bezahlst nicht. Der Job ist erledigt.
Dein Sohn erfährt nie die Wahrheit. Was? Was hat die Bitch denn gesagt? Alles und mehr. Keine Sorge. Ich kann Geheimnisse für mich behalten. Aber mein Schweigen ist alles andere als billig. Halt's Maul und bezahl. Deine Fresse kotzt mich an. Ach, geh jetzt einfach. Ja? Ich habe eben mit Mr. Maldonado telefoniert. Er war ganz und gar nicht zufrieden. Du bist aber diskret vorgegangen. Das ist für mich das Wichtigste. Auftrag erledigt. Speichern. Speichern. Manuell. 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 Na ja, gut. Lass mal so. Lass mal so, wie es ist. Fertig aus. Jetzt gehen wir mal hier hin. Aber danke fürs Zugucken. Gebt die Videos Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Na ja, gut. Es ging. Bis dann, meine Zeit. Oder hätte ich jetzt einen, den wir auf die Fresse haben, wäre besser gewesen. Ne? Naja, egal. Bis dann, neue Zeit. Ciao. Mit V. Er war zwar nicht glücklich, aber egal.